Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 4. Wir gucken doch mal gleich, was hier im Grab des Kriegers drinnen ist, oder? So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, oh, okay, das hier auch noch. Und irgendwas von Javier. Aber ich sehe hier nirgendwo was. Vielleicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo so einen Hebel, der irgendwas freisetzt. Ich weiß jetzt zwar nicht, du was, meintest, du aber. Hättest an der Säuberung dieses Orts mitgearbeitet. Archäologen werden in Solis ausgebildet, die Wahrheit der Lehrmeinung anzupassen. Wir waren nichts weiter als geschichtliche Meinungsmacher. Haut ab! Das hier war meine erste Arbeitsstelle direkt nach der Ausbildung. Ein Park, der Geschichtsklitterung gewidmet ist. Hier wurden mir die Augen geöffnet. Sei froh, dass sie dir überhaupt geöffnet wurden. Das bin ich, mein Freund. Ironischerweise wurde Otto Rongos größter General und treuester Verbündeter in diesem Zerbel der Geschichte begraben. Angeblich soll er hunderte Spanier getötet haben, trotz ihrer überlegenen Waffen und Rüstungen. Wie hieß er? Sein Name ging durch die Geschichtsfälschung der Espinosas verloren. Ich hoffe, wir finden ihn irgendwie. Bevor ich den hier mit rübernehme, gucke ich noch mal kurz, wo du überhaupt hin musst. Was? Der muss aber nicht wirklich dahinter, oder? Der muss dahinter. Moin, Alter, was geht? So. Na, dann komm mal mit. Folge mir unauffällig. Aufpassen. Aufpasse. Was zum Teufel? Nein, nein, nein. Hierher. Hierher. Was zur Hölle? Scheiße. Bloß nicht ins Wasser fallen lassen. Was geht ab, Alter? Hier! Oh mein Gott! Schnell! Wenn ich heimkomme, falle ich nur noch. Komm! Dass der halt nicht einfach auseinanderbricht. Oh. Zerstör hier einfach mal die komplette Architektur, aber hey. Die haben ja noch ein bisschen davon, ne? So ein bisschen Architektur schadet nicht, ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. So. Wie kriegen wir das denn jetzt hier hoch? Ja. Ja. Es geht. Hier rein. Okay. Ja, okay. So schlimm war das jetzt doch nicht. Wir haben schon versucht, dieses Rätsel in meiner Jugend zu lösen. Als wir nicht weiterkamen, bauten wir diesen fürchterlichen Park, um es vor der Welt zu verstecken. Na, zum Glück ist jetzt Rico da. Weit im Osten, vergraben zwischen...
wieder eine abgehackte Zeile. Das hilft uns auch nicht weiter. Das hilft uns nicht weiter? Rico, vergraben. Das heißt, wir können Otto Rongos Grab finden. Nur, wo im Osten? Im Osten. Ja, ich sag mal, hier auf der Insel. Sumpfbrot! Ich muss mir diesen neuen Teil erst einmal etwas genauer anschauen. Sumpfbrot! Komm her! Nein, 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 nein. Bis dann! Fuck. Hä? Hä? Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Okay. Sumpfboot, Sumpfboot, hey. Ah, ich verstehe. Oh, das ist aber sehr abgehackt hier. Abfahrt. Ja gut, ist halt nicht so detailreich wie GTA, ne? Okay, jetzt Vollgas. Ja, nein! Hä? Aber trotzdem richtig cooles Spiel. Ja. So. Was war das jetzt schon wieder? Oh. Oh. Sumpfboot. Sumpfboot. Kein Sumpfboot mehr. Rico traurig. Rico haben Idee. Rico sich Sumpfboot liefern lassen. Oh, wer ist das denn? War das hier zufällig? Nein. Nee. Nein! Scheiße. Rico traurig. Leute nicht wollen Sumpfboot liefern. Na gut, machen wir mal Wingsuit Stunt. Schon viel besser. Hier Sumpfboot? Hier kein Sumpfboot. Schade. Na gut, okay, weiter geht's. Wow! Okay, hier. Muss ich nur mal gucken, dass ich genug Anlauf nehme. Okay. Zu einfach. Meine Rede.
Komm, lass mich irgendwo dran hangeln. Okay. Uah. Huh. Oh Gott, hier gibt's keine Sumpf. Das ist das Schloch. Okay, müssen wir woanders weitermachen. Wie zum Beispiel Sabotage bei Aero Especial. Aero Especial. Oh, oder was ist das hier? Guck mal. Ganz kurz will ich hier nochmal schnell was gucken. Ich muss den Tempostunt hinkriegen. So, mit wie viel km/h war das da durch? 90 km/h. Nope. Dann mal los. Wird schwierig. Ja, wird schwierig. Warte mal, wie war das mit Gabel steuern? Okay. Ja. Wie komme ich da denn jetzt am besten raus? Am besten so, ne? Oh, ich hänge jetzt aber nicht da dran fest, oder? Hier mal auf Seite räumen? Okay. Wo hänge ich jetzt schon wieder fest? Muss mir mal die Beine vertreten. Aha. Okay. Wer ist das? Ich verstehe nicht, was du... Kannst du bitte langsamer... Aber ich habe gar keine Hypothek. Ach, ich Idiot. Das ist deine Aufgabe. So. Bist du bescheuert? Warte mal, vorsichtshalber würde ich sogar die nochmal abmachen und vorher nämlich Hallo? Hä? Ich will hier den Modus bearbeiten, ja. Und würde dann nämlich nur horizontal nehmen.
So, schnell. Ja. So, wie viel haben wir denn jetzt noch übrig? So, hier noch einen rein, hier noch einen rein. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Und jetzt ist das Ding schon wieder nicht da, ne? Lass mich raten. Und wir bekommen auch kein anderes mehr irgendwo her. Die respawnen ja. Seit wann das denn? Abfahrt. War noch mal Hupe. C war Hupe. Okay. Probieren wir das Ganze noch mal. So. Ein bisschen Anlauf noch nehmen. Das funktioniert nie so, wie ich es mir denke. Aber das warte mal. War. War ich einfach die ganze Zeit nur so bescheuert oder haben die das geändert? Ich war mir sicher. Sicher zu 100%, dass ich da mit den Bagger durch musste. Oder mit diesen Gabelstapler. Dass ich mit denen da durch musste. Und jetzt auf einmal heißt, also mit denen da, ja, da durch. Und jetzt auf einmal heißt es einfach nur mit 90 km/h. Entweder ich bin mega behindert oder die haben das geändert. Das war nett.
Aber wenn ich mehr als 90 km/h fahre, da knalle ich ja immer da oben dagegen. Guck, da knall ich immer da oben dagegen. Ich brauche mal ein anderes Fahrzeug. Nur welches? Komm ich damit auf 90 km/h? Easy. Das war zu einfach. Wow. Wow. Hey Rico, mein alter Kollege. Du weißt schon, der mit der Theorie zu den Tornados. Er meinte, er kann uns am Flughafen treffen, sobald er gesichert wurde. Aha. Ja. Ha. Ach komm, weißt du, den machen wir einfach noch. 20 Sekunden durch alle Ringe. Bist du bescheuert? Auch ein Boot. Hallo? Ah! Okay. Komm. Na, vielleicht holt mich ja der Helikopter hier raus. Na? 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 Das Boot ist meine Rettung. Dankeschön. Okay, jetzt kann's losgehen. Brise 42. Alter, hört sich an wie ein... Das hört sich an wie ein Parfüm für Ü40, Leute. Brise 42. Für die reife Dame. Für die Dame im Alter. Die noch nicht nach Tod stinken will. War das jetzt gemein? Nee. Vielen Dank. Wow. Müsste ich vielleicht auf die andere Seite vom Berg und das genauso nochmal machen. Also so. Einmal. Einen guten Schwung erwischt.
kommt ein Flugzeug und rammt uns weg. Perfekt. Perfekt. So, und als nächstes nehmen wir uns das Ding da oben vor. Aber bis dahin hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Sorvac und tschüss.